Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute schon wieder depressiv drauf. Ich habe heute so gut den Tag gestartet, wirklich so gut den Tag gestartet. Jetzt ist was Familiäres passiert, was echt nicht gerade witzig ist. Es ist die Scheiße, die ist am Dampfen vom Feinsten, wegen einer Person, die wieder meinte, sie könnte tun und lassen, was sie möchte, auf den Nacken jemandes aus meiner Familie. Ja, was soll ich sagen, Leute? Der Tag war so gut, hat so gut gestartet und mittlerweile ist er für mich richtig im Keller. Ich bin deprimiert, ich kann leider in dieser Situation nicht helfen. Ich möchte helfen, es geht aber nicht. Ich habe alles Erdenkliche, was jetzt gerade in meiner Macht stand, getan. Es hat was mit meiner Mutter zu tun, Leute, es hat was mit meiner Mutter zu tun. Womit meine Mutter selbst nichts zu tun hat, aber jetzt hat sie was damit zu tun. Also es ist einfach katastrophal, es ist scheiße. Es geht mir richtig auf den Piss, um ehrlich zu sein. Es geht mir richtig auf den Piss alles. Ich habe noch so viel zu tun, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin gerade einfach down. Ich bin richtig down. Aber ich will das Ganze jetzt hier nicht weiter ins Thema ziehen. Ich möchte nicht immer so aussehen, wie ich jetzt gerade aussehe. Wir fangen mal jetzt erstmal mit den guten Sachen an, die jetzt passiert sind. Zum Ersten ist heute die Technikerin gekommen und hat einmal Internet gemacht. Und Leute, tada, Vodafone, wir haben jetzt Internet. Das lag nicht an uns, es lag nicht an dem Router. Der Router ist nicht kaputt, es lag an diesem Ding hier. Das ist das Ding, was davor drin war. Und zwar ist dieses Stück hier oben nicht internetfähig. Dadurch kriegst du kein Internet. Und das ganze Ding hat sie einmal ausgetauscht, hat da ein neues dran gemacht. Und genau. Und schwuppsiwupps, innerhalb von ein paar Minütchen hatten wir dann plötzlich Internet. Und jetzt blinkt es so schön, Leute. Das sieht so toll aus, wenn alles weiß ist. Ja, Pascal kommt später, schiebt den Schreibtisch hier wieder dran, weil ich muss ja den extra ein bisschen nach vorne ziehen. Ja, jetzt traue ich mich nicht mehr, irgendwie alles wieder ranzuziehen und alles wieder anzustecken, weil ich nicht mehr weiß, wo ich was abgestöpselt habe. Aber naja, gut. Ich habe heute zum ersten Mal die Spülmaschine angehabt, beziehungsweise zum vierten Mal, aber wir haben sie vorher durchlaufen lassen. Hat alles wunderbar geklappt, mein Geschirr ist sauber. Ich muss nämlich alles einmal durchwaschen, was in den Kartons war. Ich musste gestern einiges, was ich da hatte, wegschmeißen. Leider hat es die 8, 9 Monate, wie auch immer, ich glaube 9 Monate, hat es auf dem Dachboden nicht überlebt. Und das ganze Holz und sowas und die Pfannen und sowas sind einfach... Kannst du die Tonne kloppen. Wir müssen neue kaufen. Geht nicht. Genau, ich habe heute bei Versicherungstypen angerufen. Ich habe heute so viel gemacht und Adressen geändert und so weiter und so fort. Da bin ich wirklich sehr stolz auf mich. Pascal war auch, ich habe mir gerade selbst eine geknallt. Pascal war auch bei Poco und hat 2 Sachen reklamiert. Beziehungsweise 2 Sachen, die eigentlich schon reklamiert wurden. Aber das wurde dann irgendwie doch nicht gemacht. Zum einen haben wir solche LEDs für die Wohnwand. Die wurden bei der Lieferung kaputt gemacht. Also wir haben das Ganze liefern lassen und bei der Lieferung ist das Ganze kaputt gegangen. Und einmal beim Sofa ist irgendwas falsch vernäht worden. Und das muss auch noch neu umgenäht werden. Das wollen wir gerne haben, weil sonst eine Sache nämlich nicht funktioniert, weil sonst scheiße aussieht. Genau, dann war ich heute noch mal ganz kurz bei Poco. Ich habe bei Poco mir unter anderem solche süßen Schlappen hier gekauft. Ich war nämlich vorher in einem anderen Laden, sowas wie Deichmann, bloß was anderes. Also nicht Deichmann, es war was anderes. Und da wollte ich eigentlich ursprünglich solche Adidas-Schlappen, Badelatschen kaufen. Und Leute, ich habe dreimal denselben Schuh, jetzt kriege ich Schluck auf, dreimal in derselben Größe. Auf dem einen steht 17,95 €. Auf dem anderen steht dann 20 Euro drauf, auf dem nächsten steht 22,95 €, auf den anderen Farben steht dann 21,95 €, 20 Euro und das und dies und das. Und jedes Mal irgendwie entweder günstiger oder es war um Weiten teurer. Und dann bin ich mit dem dreimal denselben Schuh, bin ich dann zur Kasse gegangen, habe gefragt, entschuldigen Sie, wir haben hier dreimal denselben Schuh, dreimal in derselben Farbe und 3 verschiedenen Preisen. Welcher davon ist denn gültig? Und dann meinte die mir eiskalt sagen zu müssen, ja, also hier steht ja drauf, dass der Schuh vorher 19,95 € gekostet hat, jetzt kostet er 17,95 €. Auf dem zweiten steht der 19,95 €, jetzt kostet er 21,95 €. Und auf dem dritten steht ja, wie gesagt, steht 19,95 €, jetzt 22,95 €. Irgendwie so in den Dreh. Da waren halt voll viele Paar Schuhe und alles hatte irgendwie einen anderen Preis gehabt. Also ich habe schwarz in der Hand gehabt, pink war dann wieder so und genau dasselbe Prinzip. Da war 20 Euro, dann waren es 19 Euro, dann waren es wieder 21 Euro. Und dann meinte sie mir eiskalt sagen zu müssen, ja, also der Schuh kostet so viel und der so viel. Ich so, da hören Sie mal, habe ich mich gerade verhört, aber das ist doch dreimal derselbe Schuh, dreimal dieselbe Artikelnummer, das ist komplett derselbe Schuh. Warum kostet denn der komplett selbe Schuh dreimal verschiedentlich? Hä? Warum sollte ich den Schuh mitnehmen, wenn der andere günstiger ist? Ich so, ja, das wurde so gekennzeichnet, das heißt, es muss auch so über die Kasse. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber das ganze Regal sieht so aus. Du hast da 6-mal denselben Schuh mit 6 verschiedenen Preisen, so, hä? Im Endeffekt war mir das dann zu hoch, ich bin rausgelaufen, ohne Hausschuhe, ich brauche aber Hausschuhe. Dann war ich gerade bei Action, weil ich noch so 1-2 Dinge kaufen musste und habe dann direkt die mitgenommen, weil ich die so schön fand. Genau, so viel dazu.
Es ist hier immer noch chaosmäßig. Ich werde mich gleich hier mal ein bisschen auf den Weg machen und werde mal das Badezimmer so ein bisschen putzen. Und das habe ich irgendwie heute noch nicht gemacht. Ich muss noch die restlichen Sachen in die Spülmaschine einräumen. Also es ist etwas chaotisch, muss ich sagen. Ich versuche trotz dessen so ein kleines bisschen happy rüberzukommen, mich nicht allzu sehr zu stressen. Aber jetzt das, was ich mit meiner Mama da geredet habe, und das nimmt mich natürlich jetzt auch innerlich so ein kleines bisschen mit, aber ich versuche mich da nicht von abzubringen und versuche mich erstmal auf mich zu konzentrieren. Also erstmal mich auf mich, auf das hier zu konzentrieren. Ende im Gelände, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Ja, so viel dazu. Es muss noch sehr viel gemacht werden. Ich kann euch ja mal so ein bisschen die Wohnung jetzt gerade zeigen. Ich wollte eigentlich heute einen Vlog drehen, habe ich jetzt nicht gemacht. Also das ist jetzt gerade hier so das Wohnzimmer. Ne? Also Couch ist viel zu groß, aber darüber reden wir nicht. Hier haben wir einmal die Wohnwand. Hier ist Pascal sein Schreibtisch. Hier ist Chaos und darüber reden wir jetzt auch nicht. Also muss ich hier irgendwie durchkommen, weil ich hier nicht ans Fenster gehen kann und muss rückwärts hier irgendwie rauslaufen, ohne dass ich mich jetzt gleich hier auf die Fresse lege. Also. Okay, ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut unterwegs. Jetzt gehen wir mal hier in die Küche. In der Küche sieht es chaotisch aus, sein Vater, Onkel und was auch immer. Ja, also, die muss ich gleich ausräumen. Der Gang ist hier fertig. Oh, das Fenster ist ja, es ist so kalt. Ich kann euch einmal ein kleines Update geben, und zwar das Badezimmer. Das sieht nämlich aktuell so aus. Musste gerade ganz kurz stoppen, weil ich habe schon wieder das Fenster rausgefilmt. Wir müssen noch den Spiegelschrank anhängen, aber das haben wir noch nicht gemacht, weil Pascal bohren muss. Und da er Spätschicht hat, wird das eher weniger die Woche. Ja, hier haben wir so den ganz normalen Kramscheiß. Das Ding, also das Rollenhalter-Dingensbummens, mussten wir jetzt dahin hängen. Ich hätte das gerne an der Wand gehabt, aber das geht leider nicht, weil wir wollten halt einfach nicht kleben. Wir wollten die Wand nicht bekleben, weil beim Auszug hätten wir das dann wieder so abmachen müssen. Und darauf hatten wir keinen Bock. Deswegen haben wir das halt an die Wand so mit wie heißt das? Man kann es auf jeden Fall wieder abmachen. Also diese Rolle hier kann man definitiv wieder abmachen. Man muss dann halt so die Luft da rausnehmen und dann ist das halt wieder locker. Ich weiß nicht, wie man das Ganze jetzt nennt, aber es ist halt einfach so auf Luftbasis. Keine Ahnung. Ich kann euch mal eben kurz, ich bin richtig schlecht im Erklären, so ein bisschen das Schlafzimmer zeigen. Also das ist jetzt gerade so das Schlafzimmer. Hier hinten ist auch jetzt schon das Sideboard. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt hatte. Auch soweit fertig. Die Türen müssen noch richtig angezogen werden und ja, die Griffe müssen ran. Und das ist jetzt halt einfach unser Schrank. Ne? Aber ansonsten war es das hier eigentlich schon. In unserem Flur haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Also hier sind noch die letzten paar Sachen, die ich gekauft habe, gerade bei Action. Da habe ich einfach so einen Block. Ich habe solche Aufbewahrungsboxen geholt. Ich habe hier noch so ein paar andere Sachen geholt. Ich habe hier für den Eingang eine Matte geholt. Hier sind auch ein paar Kartons. Ich habe von Pascal seiner Mama so eine Küchenmaschine bekommen, worüber ich mich richtig, richtig, richtig freue. Die hat sie schon etwas länger, aber die hat sie irgendwie nie benutzt und hat mich gefragt, ob ich sie haben möchte. Und ich so, yes, natürlich will ich sie haben. Hallo, eine Küchenmaschine, die kann man immer gebrauchen. Ja, ich habe irgendwie Durst. Ja, so viel dazu, also so ist gerade der Stand. Das Wichtigste vom Wichtigsten ist natürlich der hier. Pascal, sein Sandwich-Maker, und in den kann er einfach mit Pupsen gehen. Der liebt einfach Sandwich so unglaublich. Aber ich habe alles da, ich habe Sandwich da, alles. Denkt ihr, ich habe Bock, gleich die Spülmaschine auszuräumen? Nein, habe ich nicht. Ich kann euch mal zeigen, was wir jetzt noch so geholt haben. Also diesen Lappen. Ich wollte eigentlich heute den Wasserkocher holen, aber den habe ich irgendwie nicht geschafft zu holen. Ich habe hier einmal eine Lampe. Die Lampe ist für die Küche. Genau, für die Küche. Und fürs Wohnzimmer habe ich mir einmal die Lampe hier mitgenommen. Ich meine, ich brauche jetzt nicht sowas richtig, richtig Krasses an meiner Decke oben. Deswegen war für mich auch sowas Einfaches voll in Ordnung. Ich wollte jetzt nicht 150 Euro, 100 Euro für eine Deckenlampe abgeben. Und ich wollte halt einfach Lampen haben, wo ich die Möglichkeit habe, die Lampen zu wechseln, beziehungsweise die Bildchen zu wechseln. Es gibt ja diesen ganzen Ankrams, den machst du dran und wenn vorbei ist, ist halt einfach vorbei. Problem an der ganzen Sache ist einfach, meine Mutter hat sich damals eine Lampe geholt und die ist pünktlich nach 5 Jahren ist sie kaputt gegangen.
pünktlich nach 5 Jahren sind dann 2 von diesen Lampen, die sie in der Decke hatte, sind kaputt gegangen. Und natürlich, du musstest die ganze Lampe da abnehmen und dann eine neue hinkaufen, weil es ging nicht anders. Du kannst bei den Lampen, kannst du da nichts wechseln. Wenn kaputt, ist kaputt. Und die haben meistens zwischen 3 und 5 Jahre, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber zwischen 3 und 5 Jahre haben die. Ja, meine Mutter hat so lange den Kassenbon nicht behalten. Selbst wenn 10 Jahre gewesen wären, den Kassenbon hat sie weggeschmissen. Ja, so viel dazu. Also es wird hier langsam. So, meine lieben Schnudis, es tut mir leid, dass ich mich jetzt melde. Es sind mittlerweile schon 2 Stunden vergangen. Aber mein Schwiegerpapa war noch hier und hat hier was in der Steckdose gemacht. Und meine Schwiegermama hat mir dann auch nochmal geholfen. Und dementsprechend ist das Ganze dann ein bisschen verzögert gewesen. Beziehungsweise ich konnte das Video nicht mehr beenden. Ich wünsche euch jetzt allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Montagabend. Oder ja, ich denke mal, ich werde das Ganze erst am Abend hochladen. Genau, ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid happy gelaunt. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, dass einfach alles gut ist und ihr einfach nicht so wie ich gerade sehr viel Stress habt. Aber ja, ich würde mich sehr über Däumchen nach oben, über Kommentar und über kostenlos Abo freuen. Tschüss, ihr Lieben.